Hallo unsere Leute zu einem neuen Minecraft-Projekt und ich bin nicht alleine, denn ich habe den Jan dabei. Hey ho! Und wir werden so lange spielen, bis dass der Tod uns scheidet und das ist unser Projekt. Ja. Wir spielen Hardcore-Survival und unser Ziel ist es, alle Achievements, ich habe das erste Achievement. Ich komme jetzt. Ja. Genau, wir spielen. Hi. Ich schlag dich mal nicht, sowas, was ich eigentlich sonst immer machen würde, weil das zu gefährlich ist. Ja, genau. Unser Ziel ist es, nicht da, sondern da, alle Achievements zu kriegen, soweit es uns möglich ist. Und es ist normal, dass es immer so wenig angezeigt werden erst. Entwickeln sie sich nachher erst? Ich glaube schon, ja. Das ist ja faszinierend. Ja, okay, ich werde auch mal ein bisschen auf Holz klopfen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir. Ich baue einen Block zum zweiten Mal ab. Das ist echt ungünstig, dass wir bei Nacht spawnen, Marco, by the way. Da kommen mir schon die ersten Besucher. Sollen wir für den Start einen Attack machen? Also ich darf diesen Baum. Ach, der Baum hat Spawn Protection wahrscheinlich. Das ist ja super. Lass mich diesen Block abbauen, bevor ich gehe! Nein, den darf ich auch nicht! Ich darf den Baum nicht abbauen. Ich hab Holz. Ja, den Baum darf ich abbauen. Okay, hab auf Holz geklopft. Oh mein Gott. Alter. Spinne! Töte die Kuh! Was ist Creeper? Nein! Die Spinne! Komm, nein, au! Alter! Ich hab nur 3 Fleisch, das ist gut. Und ich schubse zu dir? Perfekt! Alter! Okay. Ich hab auch schon ein bisschen Fleisch. Ja. Holy moly, ey. Mal schnell noch ein bisschen Holz abbauen. Ich find's immer noch sehr cool. Ich weiß nicht, ob das an meinem Texture-Pack liegt, aber wenn da Lebensbalken sind bei mir anstatt Herzen. Da kommt übrigens Creeper! Oh, Creeper! Nein! Okay, gut. Damit, wäre der Fall eingetroffen. Alter, war hinter mir auch noch einer oder was? Das war nicht der vor mir, oder? Da waren 2 neben mir. Ah, okay, gut. Damit wäre der Fall eingetroffen, den wir befürchtet hatten, dass es passieren kann. Denn wenn wir innerhalb der ersten Folgen sterben, wollen wir einfach neu starten. Und machen wir einfach gleich. Und starten aber dann dieses Mal bei Tag. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Und da sind wir wieder und wir haben den gleichen Seed, aber hier ist glaube ich wahrscheinlich Spawn Protection, deswegen gehe ich wieder ein paar Schritte weg. Den gleichen Seed, die Welt komplett neu gestartet und ich hoffe, dass wir gar nicht mal so weit weg sind, weil der alte Spawn ganz cool gewesen sein soll. Wir sind hier direkt in der Nähe, ja. Ist fast derselbe Spawn. Okay. Und mir wurde eine Sache gerade noch gesagt, als ich den Server-Admin, warte mal, achso, du hast, was sagen? Hätte mich gerade gewundert, dass ich zweimal das Achievement beendet habe. Was war deins? So, schnell. Aber wir haben jetzt diesmal, sind wir auch bei Tag gestartet, was doch ein dezenter Unterschied ist gegenüber von vorhin. Ja, ich würde auch gerne das ganze Holz einfach umwandeln. Zack, nochmal, zack, erstmal Grundausstattung hier herrichten. So, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schaufel und dann brauchen wir noch direkt 2 Schwerter. Sonst habe ich einen Stick zu viel. Workbench baue ich trotzdem schon mal, weil das brauche ich sowieso fürs Achievement. Und ich habe einen Apfel gefunden. Nice. Und was du vorhin sagtest, fand ich auch ziemlich cool. Nämlich die Herzen, die einfach jetzt anders aussehen. Das finde ich auch immer, ist, glaube ich, in jedem Texturenpaket. Wenn man ja, das so das ein bisschen. Einfach, das sieht richtig aus im Aus, meiner Meinung nach. Mhm. Also, was habe ich denn jetzt erstmal wieder Erfolge angucken? So. Ach, jetzt muss ich. Scheiße. Ich musste erst den Crafting Table machen und dann ein Schwert bauen. Das heißt, ich baue mir noch ein Schwert. Zack! 3 Schwerter im Inventar. So, okay. So, Erfolge. So, fange an zu ackern. Lass mal erst ein bisschen Wiese suchen. Und auf dem Weg alles wegschnetzeln, was wir an Tieren finden. Dann mache ich mir schon mal. Warte, lass ihn mal stehen. Ich würde mir noch gerne eine Hacke machen. Dafür würde ich eben noch. Ich sehe Schafe, Hasen. Das ist sehr gut, weil halt Schafe auch inzwischen Fleisch bringen. Komm schon. Spawn Protection. Mega mies.
Schafe dürften doch jetzt auch mit einer der besten Nahrungsquellen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schafe sind super von Nahrungsquelle. Ich glaube, Kühe sind trotzdem insgesamt noch effektiver und. Hase, bleib hier! Ah, da! Nein! Zack, fang an zu ackern. Ich bring den mal mit hier, das Ding. Zack, da rein. Wenn Essen brauchen wir, dann würde ich gleich mal ein bisschen Stein schon mal besorgen. Aber ach, müssen wir beide sowieso machen. Hase, du bringst gar nichts. Ich nehme hier direkt die erste Wolle noch mit, die du da gedroppt hast, also droppen lassen hast. Oh, das Eisen. Lass direkt mal hier das mitnehmen. Also erstmal kurz eine Steinspitzhacke bauen. Hier setzt direkt mal das Crafting Table. Zack. Das musst du ja sowieso auch machen, ne? Ich habe ja schon ein Crafting Table. Achso, ja, ne, ich meine Steinspitzhacke. Musst du keine Steinspitzhacke basteln? Doch, ja, klar. Da, Fortschritt. So, ey, direkt erstmal. Das Schlimme ist, ich habe immer Schiss, dass jetzt hinter mir irgendwas kommt. Ja, okay. Da ist nicht mehr viel zu tun. Heißer angenehm. Bau einen Ofen. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Aber das Eisen will ich trotzdem direkt mitnehmen. Ja, ja, klar. Also ein Eisenschwert wäre vielleicht ganz nice direkt am Anfang. Das Vögelzwitschern ist im Spiel, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Könnte bei mir sein. Könnte bei mir sein. Sicher bin ich mir nicht. Ich habe da Kopfhörer. Es ist sehr beruhigend. Das hat einen sehr tollen Flair. Bin ich. Da ist noch hoch. So. Ach, du hast den Ofen für ich hab, dich schon gebaut. Genau, jeder kann gleich auf jeden Fall schon mal ein Eisen rausnehmen. Dann haben wir schon mal das Achievement und können. Ach, so ein Schaf. Zack. So, Wolle ist natürlich gut, weil wir unseren Spawnpoint versetzen können. Du musst auch noch einen Ofen. Ich werde hier mal schon ein bisschen Kühe und so was noch jagen. Das Spawnpoint versetzen ist sowieso scheißegal. Das Einzige, was wir brauchen, genau, ist das heißt, das Nachtskippen werden wir halt. Deswegen wäre halt gut, wenn wir schnell Schafe finden. Dann können wir nämlich die Scheiße, die wir gerade hatten, gekonnt überspringen. Wir haben mal das Eisen rausgenommen. So, ich habe schon mal ein Level zusammen. Wir müssen gleich mal in den Ofen ein bisschen was an Futter einhauen. Wird jetzt schon nicht mehr regnen. Ja, okay, ich sprinte gerade auch, um ein bisschen schneller vor Nacht noch genug Kühe abzuschlachten. Okay. Dieser Berg sieht cool aus. Generell würde ich gerne mal hier auf die Berge latschen gleich. Man munkelt, dass da coole Sachen sind. Ja, ich will, wie gesagt, ich würde mir für den Anfang auch erstmal quasi ein kleines Zuhause bauen, wo wir dann anfangen können. Okay, wir haben jetzt immerhin, ich habe jetzt nochmal 15 Fleisch, das ist schon mal sehr gut. Ich kann bloß nicht mehr sprinten. Ist da unten unser Ofen? Ja. Achso, du machst gerade Holzkohle, ne? Ich mach gerade Holzkohle, ja. Hast du noch einen zweiten Ofen da unten? Ja, hier sind zwei Ofen. Öfen. Ich pack schon mal mein Schwert da rein. So, immer wieder Schwert an. Du kannst mal das Eisen da rausnehmen, ich habe das Achievement schon. Achso, perfekt. Schmiedekunst, ich würde mir. Da müsste ich dran. Boah, ich habe so Schwert. Wenn du mir auch ein Eisen gibst, dann können wir beide ein Schwert machen. Zack. Da haben wir's. Oh, ja, okay, super. Zack. Ich würde gerne das Eisen da erstmal rausnehmen und da das Rindfleisch reinpacken, die Holzkohle da rausnehmen. Zack. Weil ich verhungere gleich sonst. Apfel kann mehr essen. So, und auf jeden Fall, wo ich gerade schon mal ja, angefangen habe zu erzählen, wir sammeln halt, wie gesagt, Achievements. Es wird hinten raus sehr schwer. Der Anfang ist natürlich jetzt relativ entspannt. Hier ist noch ein Apfel. Sehr gut. Ja. Also wir haben uns mal grob informiert. Es ist nicht witzig. Es ist hinten raus nicht mehr witzig, weil hinten raus wirklich richtig heftige Sachen bei sind. Vor allem, wenn da so ein fliegendes ich kotze dich mit meinen eigenen Schädeln angeschöpft rumwuselt. Das ist nicht ganz so schön. Das ist noch ein Apfel, Alter. Wie ist die Apfel-Drop-Chance in der 1.8 höher? Habe ich das letzte Mal? Ich hab doch eine 1.8 schon. Hier. Ja, genau. Ich habe auch gerade schon einen von deinen, glaube ich, eingesammelt gehabt. Deswegen, aber. Crazy. Setzlinge können wir auch gut einsammeln, damit können wir noch am Anfang gut feuern in den Öfen. Ich verfeuere gerade mein Holzgekühl, was ich nicht mehr brauche. Willkommen im Club. Alter, ich wollte auch gerade nochmal was reinmauern. Ja, tut mir leid, ich war schneller. Zack, kommt nochmal eine Holzaxt rein. Ich wollte eigentlich eine Steinaxt noch bauen. Kann man aus, wie heißt das Zeug hier? Diorit und so. Andesit kann man daraus auch Werkzeuge bauen? Ich baue mir gerade erstmal Werkzeug alle noch allesamt aus Stein. Lass mal ein bisschen upgraden hier. Ja, ob das halt auch wie ein Steinwerkzeug ist. Ich glaube nicht. Das. Packt man die Holzkohle ja halb rüber, die andere
Ne, da noch nicht rein. Da kann auch das Werkzeug rein. Ach so, aber da kann wieder Eisen rein. Zack, Holzkohle raus. Da, die Hake brauche ich jetzt auch nicht. Also die Schaufel. So. Andesit und so ist eigentlich eher Deko-Material für die 1.8. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig für uns. Ja, okay. Oh, es ist wirklich so entspannt. Jan, ich wünschte, die Vögel würden jedes Mal im Hintergrund sein. Und damit meine ich jetzt nicht deine Familie. Also dafür müssten wir nur morgens aufnehmen. Oder mittags. Früh genug auf jeden Fall. Boah, ich habe aber Schiss, dass wir in diesem Loch bleiben. Ich würde definitiv da auf diesen Hügel wollen, weil wenn hier Monster von uns von allen Seiten belagern. Du kannst halt einen Berg relativ safe machen, das ist das Schöne. Am Anfang ist eine offene Ebene halt zum Weitgucken besser, aber du kannst halt auch. Ich will noch mal ein bisschen, Eichenholz hier abbauen, damit wir vielleicht ein bisschen uns, falls wir nicht schlafen können, weil die Monster schon zu nah sind, dass wir wenigstens dann drin verweilen können. Wie viel Wolle hast du? 2. Ich habe auch 2. Das ist eine unglückliche Anzahl. Die Sonne neigt sich halt schon langsam dem Ende. Ja, dann nimm alles mit, was du da unten drin hast. Ja, hatte ich jetzt vor. Ah, ja, geil. Ich werde mir mal eben noch, sonst werden wir es nie nutzen. So. Was sagst du? Jan, komm her. Ich hab noch was für dich. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hier. Das Leder, was ich gesammelt habe. Ach, da sind noch Kühe. Schade, hätte ich doch warten sollen. Lass die Kühe auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Schafe wären jetzt auch optimal eigentlich. Scharfe Kühe, weil Kühe können wir uns wenigstens Lederrüstung rausmachen für den Anfang. Ja. Beziehungsweise wir haben eigentlich, können wir uns vielleicht zwischen Eisenrüstung gleich ein bisschen machen. Wollen nochmal ein bisschen Eisen finden. Okay, die haben nicht viel gedroppt, aber immerhin. Da oben sind auch nochmal Hühner. Ich habe gar keinen Lederdrop. Pfui. Ich hätte noch 2, aber. Dann lass mal hier auf den Berg stratzen. Ja. Mal Optifine. Ja, das sah nur kurz cool aus. Klettern wir mal. Das ist, glaube ich, Kies hier, ne? Das ist ein Kiesberg, also sei vorsichtig, wenn du jetzt zum Beispiel hier abbaust, ja. Da abbaust. So. Ja. Ich habe mir keine Schaufel gebaut. Richtig elegant. Ja, mal. Oh mein Gott, es wird dunkel. Und dann der Sound von dem Dungeon. Mitnehmen. Ich muss mein Inventar gleich noch sortieren, so an Sachen, wo was liegt. Okay, ich sehe Schafe. Oben? Ja, in meiner Richtung. Gut. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich gehe erstmal so weit hoch, wie es geht. Hier sind 4 Stück. Sehr nice. Da dürfen wir noch genug Wolle rauskriegen. Boah, wenn wir das jetzt noch vorher schaffen, ne? Wo bist du? Hinten durch quasi. Hinten durch quasi. Sehr schön, ja. Ah, ich seh dich. So, hast du noch ein bisschen Holz? Ja, ich hab. Sie fangen an zu spawnen, ja. Wand reinbauen. Komm einfach schnell her. Crafting Table. Hier. Gib mir ein Wolle. Brauchst du noch Holz? Ja. Ja, sofort. Gib mir alles an Wolle, dann baue ich schnell 2. Oh mein Gott, ich werde nervös. Ich verteidige dich. Sollte etwas kommen. So, und rein. Rein. Komm, Jan. Amen, leb dich. Ich kriege doch. Oh, Alter. Jetzt nimmst du dir. Nein, dann. Ja, genau. Nimm beide mit. Guck mal, es brennt. Burn, baby, burn. Geil. Ersten Tag überlebt. Nein, ich hau den jetzt nicht. Dann brenne ich nachher, verrecke da dran. Haha, Monsterjäger. Achievement. Schön abgesnackt. So, gut. Ein bisschen Kohle ist immer gut, ne? Level müssen wir sowieso farmen damit. Ja, ist halt der einfachste Weg. Ah, das ist auch noch ein bisschen Kohle. Ja, gut, ich würde sagen, aber machen wir die erste Folge ein bisschen länger, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja, 15 Minuten. Aber noch mal ein bisschen hier. Den ersten Tag auf jeden Fall survived. Geil. Also, wo bist du? Wir sind da. Ich bin ein bisschen da hoch. Ich geh mal kurz einen Zombie töten, den ich dann noch sehe. Achso, ja, du musst ja auch noch, Monsterjäger. Wenn wir sowieso nachher mehrere töten, aber. Ja, aber. Was viel wichtiger wäre vielleicht, dass wir da ein bisschen Eisen rankommen. Hier ist ein fliegender Kiesblock. Das ist ja cool. Oh mein Gott, Skelett. Zack, zack. So, kurz mal gucken hier, Erfolge. Hast du noch die Hake?
fang an zu ackern, der Kram. Ich hab die Hake, komm mal her, genau, komm mal her. Nein. Achievement. Nein, keins? Musst du selber bauen? Ernsthaft? Ja, offensichtlich. Gut, ich werde mal hier weiter auf dem Berg klettern und mal so ein bisschen rumgucken. Ja, auf dem Berg hat ziemlich viel überlebt. Ja, okay, Creeper und Skelett halt im Wasser da, ne? Da will ich jetzt auch gar nicht ran ans Wasser. Oh, da unten ist Zuckerrohr. Haha, das brauchen wir. Zuckerrohr ist fein. Boah, ich will auf jeden Fall Blöcke unten in der Inventarleiste haben. So, Bogen will ich nachher auch haben. Der kommt auf den ersten Slot. Den kann ich da hinten. So, mein Bett kann auch noch in die Leiste. Dieses fliegende Kies etwas, ne? Das ist cool. Ich würde gleich mit dir da zusammen das abreißen. So, machen wir da zu lange noch hier hin. Ich muss bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie ich mein Inventar sortiere, dass ich geschmeidig alles überlebe. Ist mir nicht falscher natürlich. Mal so ein bisschen umgucken. So, also Zuckerrohr habe ich schon mal. 7 Stück. Dann können wir erstmal wieder mal anfangen. Hm. Okay. Hier liegen Knochen. Cool. So. Mein Inventory ist so voll. Die Frage ist, gehen wir in eine Höhle rein? Höhle ist halt mega strange, aber wir brauchen sowieso Eisen, um es ein bisschen besser zu equippen. Ich weiß halt nicht, ich würde eigentlich am liebsten so schnell wie möglich eine Weizenfarm ansetzen, damit wir eine safe Nahrungsquelle haben fürs Erste. You know? Wir könnten auch halt Biome ablaufen. Ist mir zu viele Monster. So, sonst immer in Minecraft. Ach ja, Chili Willi, ich renne hier rum. Jetzt bist du einmal im Hardcore. Hast schon einmal richtig auf die Fresse gekriegt. Dann zieht man sich die Eier richtig ein, ey. Das ist schon ein bisschen strange. So. Hier haben wir eine ganz schöne Ebene. Oben drauf. Das sieht schon mal ganz geil, nicht so schlecht aus. Sehr gut. Ich will auf diesen hohen Berg drauf. Tim sagte noch so aus Spaß, ja, geh auf den Berg drauf, da ist was Tolles. Und jetzt will ich wirklich sehen, ob da was Tolles ist. Und wir waren hier, mal. Zack, tot. Müssen wir vielleicht mal den Ofen aufstellen. Aber wie gesagt, wenn du halt solche Ebenen hier so durchstreifst, kannst du halt so viele Tiere farmen, dass du einfach mehrere Stacks halt hast. Ich würde gerne unsere Koordinaten grob. Ich kann sie nicht anzeigen, weil meine Facecam drüber ist. Deine Facecam ist für einen Moment. Mhm. Hast du was zum Schreiben? Ja. Ja. Moment. I'm a little bit. X ist 20. X 20, ja. Y 95 gerade und Z 80. Okay. Falls wir mal wieder zu unserem Spawn zurück wollen. Also Gen 000, ne? Ja, genau. So, ein paar Hühner noch mitgenommen, das ist auch mal gut. Ich will hier rechts auf diesen Berg drauf, das Fichtenholz ist. Ah, hier geht's ein bisschen scheiße bergunter. Da ist Wasser, mein Freund. Ja, ich riskiere aber keinen Kopf. Alter, wenn du jetzt verreckt wärst, ne? Alter. Da ging der zweite Tod wenigstens auf mich. Da ist mal hier hoch. Safe. Schöne Lederkappe hast du übrigens. Ja, ich weiß. Meine Güte! Nein, 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 nein! Nimm mal diese Berge! Nur Spaß, das ist alles aus Kies, das finde ich viel faszinierender. Ja, wo ist das? In Kiesberge halt. Mhm. So. Da ist noch nicht so viele Bekanntschaft mit dem. Lademass-Server, ja. Pilz! Ich sehe einen Pilz! Ach, das ist dieser Dingswald. Ach so, verdammt. Zu kurz, so einmal so. Oh, das ist nur so ein Dingsgedöns. Ich hatte kurz Panik, dass es so was Cooles sein könnte. Panik. Sand? Was? Ja. Panik, dass es cool sein könnte, ja. War da hinten. Pilz. War da hinten nochmal die Ebene? Ah, ist okay. Hier halt auf der Ebene können halt relativ viele Tiere sein, ne? Ich sehe Kürbis. Ein Kürbis. Auch nicht schlecht. Was ist denn hier, Alter? Hier ist ein Loch drin. Alter! Verreckt mir nicht! Ah, Mann. Ein Herz.
Ja, ja. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Also das Vögel. Das Vögel. Das Vögel gefallen mir das auch. Das Gevögel wieder. In deinem Hintergrund war mir lieber. So. Okay, mal ein bisschen hier rumzoomen mit Optifine. Ja, Welt. Wasserfall. Ah, hier sind ein paar Hühner. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und dann würde ich sagen, hätten wir die erste Folge im zweiten Versuch überlebt. Nein, komm weg da. Komm weg da. Genau. Stirb vor mir nicht. Nicht da unten. Ich kriege mehr Tiere. Eigentlich, als Tim so sagte, ey, da oben ist bestimmt was Cooles. Guck mal da oben drauf. Dachte ich nicht, dass er die Aussicht meint, sondern dass er eher so, oh geil, da ist ein Villager-Dorf, verpasst er lieber nicht, ne? Tja. Get baited. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt woanders gespawnt als beim ersten Versuch und sind jetzt doch irgendwo nur im Scheißgebiet. So, wo bist denn du? Ich war gerade noch hinter dir. Wo bist du hingelaufen? Da, ist ja dich. Ich bin im Kreis gelaufen. Gut, dann würde ich sagen. Au. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn wir wieder weiter Minecraft spielen, bis dass der Tod uns scheidet. Bis dann. Ciao, ciao, Cheerio. Haut rein.